So, ja, hi. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaft Simulator 2017. Hi Leute, hi Chat, hi Fischgesicht, hi Tiffy, hi Fuchs. Ja, das Essen war ganz ausgezeichnet. Hey, Sleeping Pony, na? Also wirklich, wirklich genial. Es gibt ja nichts Geileres, als essen zu gehen. Aber es dann auch so lecker ist. Ne, ich habe aus Versehen 2 Instagram-Stories gepostet. Ja, es sollte nur eine werden. Aber habt ihr gesehen? Mega lecker. Schön Grillteller. Hammer. Ich habe normalerweise gehört zu diesem Teller ist ja ein Stück Rindfleisch, ein Stück Schweinefleisch und ein Stück Putenfleisch. Ich nehme das immer mit dreimal Pute. Und Pommes habt ihr gesehen. Dazu dann nur so Kaktusspitzen oder Kaktusblätter oder so und Bacon. Richtig lecker. Also sehr fleischlastig, schon klar, aber wirklich unfassbar gut. Und dazu schön 2 Cocktails getrunken, natürlich nicht alkoholisch. Und aber ein Traum, wirklich genau richtig. Hatte heute auch sonst noch nicht wirklich gegessen und es hat genau gepasst. Also trotz der Temperaturen, aber was gibt Schöneres als so einen kühlen, leckeren Cocktail schlürfeln. Hallo Prinzessin Wolfi, hallo Silvia Pfister, grüß dich. Pista, Entschuldigung. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich gucke jetzt hier mal ein bisschen rum. Wir haben schon Frühlingsende. Ich muss mal ein bisschen auf mein Gras hier gucken. Ich wollte ja bald mal Wiesen mähen. Und hier sieht schon, das sieht auch schon ganz geil aus hier langsam. Ich muss mal meine Wiesen checken. Ich habe es ja auch gedüngt. Was wären die nächste Wiese? Hier vorne gleich, glaube ich, ne? Da bei mir vor der Haustür. Ist das eine Wiese? Nee, das hier. Oh, das sieht auch schon gut aus. Die sieht super gut aus, schon die Wiese. Ich glaube, da kann ich heute endlich mal auf die Wiese gehen. Das freut mich. Ich bin ja so ein Wiesenfan. Also ich mähe gerne Rasen im Landwirtschaftssimulator. Ich mag das. So eine totale Faszination. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich glaube schon. Ich war als Kind schon super gern bei diesen, dabei, wenn Gras und Heu gemacht wurde, Heuwänden und so. Mann, das war immer richtig toll. Ich liebe auch einfach den Geruch. So, Fuchsi ist auch schon hier auf dem Server und jetzt wollen wir ein bisschen gucken. Fuchs, ich habe noch die restlichen Felder bestellt. Jetzt die Frage, ob wir noch 1-2 kaufen. Lasse ich jetzt mal so in den Raum gestellt. Ob Fuchs meint, ja, das wäre ganz cool. Oder nicht. Sonst war ein bisschen Kohle haben wir noch übrig und wie gesagt, wir brauchen jetzt gerade noch nicht so viel. Die Produktionen gehen ja so langsam auch an den Start. Die ersten Kartonagen haben wir gemacht. Wir brauchen tatsächlich noch ein bisschen Kohle, um schon mal 1-2 Gewächshäuser zu platzieren. Da hätte ich mir gedacht, wir fangen mal, also die werden so random irgendwo platziert, wo halt Platz ist. Und hier zum Beispiel, wo war das? Nee, war das hier? War das bei den Schafen? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo das war. Das war auch hier in so einer... Nee, da war das nicht. Es gibt auf jeden Fall so eine schöne Grünstrecke. Weil uns fehlen ja noch ein bisschen die Gewächshäuser. Es gibt ja hier diese Mod mit den verschiedenen Produktionen. Also wir stellen Erdbeeren her und Bärenkram. Und dafür brauchen wir so Kissen und so ein Schmarrn. Und das machen wir hier nebenbei. Ich werde das einfach mal irgendwo platzieren. Marcel und ich haben da schon mal so ein Ding ausgesucht. Marcel ist jetzt nicht da, aber ich denke, mit dem Platz ist er einigermaßen zufrieden. Gut, und Fuchsi denke ich auch. Müssen wir mal gucken. Hier bei den Schafen war das. Hallo Nati, hallo Jessie. Na, ich hoffe, euch geht's auch gut. Nati war auch richtig lecker essen, hat sie gesagt. Ich hoffe, das war auch alles in Ordnung. Hier würde ich die hinsetzen. Hier, guck mal. Das ist so eine Mini-Wiese, aber die brauchen wir dafür wahrscheinlich eh nicht. Und hier hätte ich wahrscheinlich schon mal gerne hier so ein Ding hingesetzt oder 2. Das Ding ist nur, an diese platzierbaren hier, ne? Wir haben hier Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren. Aber das ist ganz geil und die brauchen wir. Dafür brauchen wir das ganze Zeug. Und der kostet 150.000, ist ziemlich teuer. Und wenn wir jetzt mal Erdbeeren hier anfangen, dann musst du an mehrere Seiten hin. Also du musst vorne hin, du musst hinten hin und du musst an die Seite hin. Das heißt, das ist immer im Platz so ein bisschen so ein Thema. Gerade hier ist wieder so eine Schräge.
Na, wir müssen ja auf beide Seiten daran. Da drüben kommen die Kisten raus. Da drüben muss man Fertilizer und sowas einführen. Das heißt, es ist wahrscheinlich an so einer geneigten Fläche doch nicht so super gut. Also hier wird es auch schon eher wieder kritisch. Das heißt, wir müssen dann nochmal gucken, wo wir die hinbauen. Haben wir noch irgendwo eine Fläche für sowas frei? Weil das wird nochmal nämlich ganz interessant. Diese Gewächshäuser. Oder halt primär erstmal eins, zwei oder so. Nativ beim Italiener. Super gutes Essen, etwas gehobener. War mega lecker. Ja, wer will auch schon am Boden essen, oder? Bisschen gehobeneres Essen. Zumindest auf Tellerhöhe gehoben. Sollte es schon sein. Sonst muss man sich immer so arg bücken. Das ist unangenehm, das mag keiner gerne. Deswegen bin ich da auch, ich bin auch in der Nähe ein Fan von gehobenem Essen. Allerdings ist es natürlich auch eklig, wenn das dann jemand in der Hand gehabt hat, ne? Das muss dann auch nicht sein. Laut Insta war deins auch sehr lecker. Ja, da haben wir gar nicht schon drüber geredet. Das war sehr, sehr delikat. Etwas gehobener. Aber mega lecker. Nee, günstig ist es anderes, aber es ist halt super gut. Ein gehobenes Restaurant. Ah, steht es auf Stelzen, oder? Hallo, Liam. Karos, grüß dich, servus. Also, Natalie war heute in Venedig essen beim Italiener. Das ist natürlich dann schon sehr gehoben, weil es steht auf jeden Fall ja auf dem Meer, auf Stelzen. Und ich meine, was geht gehoben als das, ne? Solange es nicht abgehoben ist, ne? Besser gehoben als vom Boden. Reimt sich auch fast. Ich sag ja, solange es nicht abgehoben ist. Hier, das wäre eine schöne Wiese. Oh, das wäre eine gute Wiese hier für Gewächshäuser. Das mach mal. Guck mal, die mähe ich jetzt vorher noch ab. Und dann könnten wir die vielleicht hier, oder die kleine hier, das ist auch super. Eine von den beiden Wiesen hätte ich hier gerne für Gewächshäuser genutzt. Aber warte mal, ich darf nicht vergessen, wir müssen an beide Seiten hinfahren. An drei Seiten muss man hinkommen, also so am besten. Genau. Oh, oder wie platziert man denn das? Das ist ja komplex hier. Man muss an drei Seiten hinkommen, dann am besten so. Und dann so zwei, drei nebeneinander. Ja, das sollte dann gehen. Ein bisschen kleine Wiese darf man noch haben. So ein bisschen Rasenmähen kann man ja schon. Müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. Wo wir das hinbauen. Ich dachte gerade, das wäre ein Schweinstein. Nein, das ist ein Gewächshaus in der Tat. So, Fuxi ist auch da. Fuchs hat noch nicht geantwortet, ob. Also, ne, wir könnten uns auch noch ein Feld holen oder lieber halt eben dann die zwei Gewächshäuser. Ich wollte mich jetzt mal umgucken nach meinem Mähwerkszeug. Warte mal, wo steht denn der Klaas? Chigi Chucky. Warte. Hier. Habe ich den noch hier stehen? Ja, da steht er. Hier steht nämlich auch das Mähwerk. Ist das ein Butterfly? Wir sollen das ziehen. Was habe ich mir denn da eingebildet? Uiuiuiui. Das ist aber schwer. Das, glaube ich, wird eher schwierig. Wir gucken mal, ob der Klaas das ziehen kann. Also der große Safe, aber der hier? Eieiei, ich fliege ab und zu spontan nach Venedig zum Essen. Du, Nati, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Gut, Felder reichen für die Seher, alles klar, gut. Man gönnt sich ja sonst nichts. Na, Lia macht das auch, ja. Du, da gibt es auch gar nichts dagegen zu sagen. Ich finde das auch voll okay. Guck mal, wie schwer das ist. Guck mal, wie schwer das Ding ist. Aber warum ist denn der Traktor so leicht? Gibt es denn kein leichtes Mähwerk? Boah. Jetzt muss ich natürlich schon gucken. Jetzt muss ich natürlich schon mal schauen. Aber das sind doch die leichtesten, oder? Warum ist denn diese Gewichtsverteilung hier so? Oder sind die Traktoren einfach so leicht? 70 PS wird leider, ja, das sind 160, das ist natürlich suboptimal. Aber die haben ja auch schon 90 hier, guck mal. 50 PS, also kleine Mähwerke. Wenn ich jetzt hinten einen Butterfly dran habe, sind die denn wirklich so viel besser? Der braucht 80, der braucht 70, der 130, ja, lecko mio. Aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die einfach, hier, das Novacat muss ich mir nochmal holen, das einseitige. Das ist ja krass. Ich dachte schon, dass El Claso das zieht. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen heftig. Dann kann ich den großen Butterfly eigentlich weggeben. Dann zieht er eh nur maximal der Grande Claso. Guck
guck mal hier, was ist denn das da? Was ist denn das hier? So geht's ja nicht. Also, man geht auch. Guck mal, ich kann ja so und dann hier den hier machen, ne? Den Johnny hier. So. Ja, läuft. Richtig gut auf jeden Fall. So, okay, kriege ich das noch angekuppelt? Nopsy, hä? So, okay, komm schon. Kann ich das mal senken? Okay, dann drückt das mich wenigstens auf den Boden. Hi Jennifer, grüß dich. So. Dann klappt mal ein hier den Spaß. Okay, vorne auch mal einklappen. Und hoch damit. Da bin ich jetzt gespannt, ob der das ziehen kann. Okay, wir machen mal den Exempel. Boah, wie das aussieht. Junge, Junge, Junge. Hallo, Happy Lux. Das ist ja crazy, Daisy. Ja gut, na und? Sonst? Wie habt ihr euren Sonntag so verbracht, ne? Also, ich bin jetzt noch hier ein bisschen... Du brauchst ein Gewicht. Die kleinen Traktoren sind so leicht, dass man fast immer Gewicht braucht. Ja, ja, jetzt habe ich richtig viel Gewicht hinten drauf. Ich glaube, das reicht erstmal als Gewicht. Ich guck mal, ob ich ihn mit mehr als 5 km/h übers Feld schleifen kann. Ansonsten bringe ich den Großen mal zurück, den Butterfly. Das war ein kleiner Fehlkauf, den wollte ich eigentlich nicht kaufen. Ich wollte eigentlich nur den einseitigen haben. Da habe ich wohl aus Versehen den Großen gekauft. Aus Spaß testen wir den jetzt aber mal. Ob denn das geht hier? Müssen wir mal gucken. Ja. Ich werde jetzt tatsächlich nur diesen Stream machen und dann denke ich, war es das für mich? Wir werden auch vielleicht nicht super lange machen, so 1,5 Stunden. Und dann geht's noch vor den Fernseher heute. So. Ach ja, man kann ja hier durch die Zäune fahren, aber ich möchte trotzdem die offizielle Auffahrt hier benutzen. Und mal gucken, wo das hier auf die Wiese geht. So, hier rechts sieht's gut aus. Na, geht's da auch zur Wiese? Boah, mit dem fetten Mähwerk da hinten dran. Ach, guck mal, das ist ein Steg. Ich fahre hier einfach mal so durch. Scheiße. Okay, ja gut. Maybe not. Oh. Ich dachte mir, okay, wird schon schief gehen, dachte ich mir. Wo hängt er denn jetzt da? Ah, yes, das Maria. Was, hä? Ich check's gar nicht, wo hängt er denn da fest? Guck mal, irgendwo. Ach, hängt das Mähwerk da vorne? Nee, oder? Oh, jemand verbindet sich. Wenn das Emma ist, dann... Ja, weiß ich noch nicht, was ich mit ihr anstellen soll. Emma kommt immer zu so Zeiten, wo ich nicht weiß, was ich hier für Aufgaben geben soll. Aber ich kann immer ein bisschen Rasen mähen. Genau, ich gucke gleich nochmal mit dem anderen Mähwerk. Und dann sollte es schon passen. Mal schauen, wer sich hier drauf verbinden tut, wenn das dann mal geladen ist. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Emma, Tatsache. Tatsache. So, warte mal, sonst muss ich das hier nämlich alles mal zurücksetzen. Das ist ja furchtbar. Wie habe ich denn das hier geschafft? Oh, Jesus Christus. Guck mal, wie hängt er denn da jetzt? Wie hängt er denn da jetzt? Oh. Ja, okay. Es gibt es ja nicht. Oh, und schon wieder synchronisiert ist. Wenn die Leute wenigstens immer gleich zum Streamstart auf den Server kommen. Immer noch so, ja, ich brauche noch mal eine halbe Stunde. Und dann läuft das. Ja, also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen düngen und so und pipapo. Ich habe da gestern ein bisschen Mist gebaut. Ich habe die eine Hälfte von dem einen Feld habe ich angesät an einem Tag und dann habe ich die Nacht über Karten gespielt. So, nee, also die Nacht hat übersprungen und dann am nächsten Tag wollte ich weitermachen. Da waren natürlich schon Teile, die erste Wachstumsstufe gewachsen. Uff, und dann noch schnell nachgesät. Genau das, was es eigentlich nicht sein sollte. Ach, das Chaos. Ja, geiler Scheiß. Emma ist back. Yeah. La Emma. Ja. Nee, auf jeden Fall war ich heute auch sehr abgehoben essen.
Aber ich gebe echt ganz gern auch mal ein bisschen mehr Geld aus für wirklich gute Küche. Ach, guck mal, hier hängt es irgendwo. Da ist irgend so ein Strauch oder so, da kommt er nicht durch. Ja, das sind diese dreckigen Sträuche da. Okay, wir machen das mal anders. Das kann ich jetzt hier sowieso vergessen. Ich dachte halt, ich komme hier irgendwie easy durch. Boah, was ist denn mit mir? Guck mal, hier, Emma hängt schon wieder beim Eselpony rum. Und mit den anderen, bei den anderen Pferdchen da. So. Jetzt machen wir mal wie folgt. Ich fahre mal gerade eben zurück. Und hol mir mal ein leichteres Mehrwerk. So. Beziehungsweise, wir brauchen ja eh vielleicht nochmal ein, zwei mehr. Weil ein zweites Mehrwerk ist auf jeden Fall not so falsch. Peggy, kann ich eine Tränke und so weiter haben? Ja, sicher. Aber jetzt gerade mehr werke ich. Aber klar, kriegst du eine Tränke und so weiter. Emma braucht eine Tränke für Esel-Emma-Ponys. Njom, und ich ridere hier so Vollspeed durch den Sherwood Forest. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hä, ist keine Fruchtzerstörung an? Normal fahre ich mir drüber hier die Wiesen kaputt. Das ist ja strange, meine lieben Freunde. Wirklich strange. So. Okay, so. Guck mal, muss hier mal so einen richtig tollen Umweg fahren. Jetzt heißen sie schon Emma-Ponys. Esel-Emma-Ponys. Ja, das sind Emmas Esel-Ponys oder Esel-Emma-Ponys. Das ist beides okay. So, jetzt verhaue ich erstmal, da das alte Mähwerk weg. Das dicke, das brauchen wir nämlich nicht, das ist zu grande. Ah, ich meine, für die großen Wiesen könnte man mit dem Glas machen. Mit dem großen. Ah ja, da hängt auch noch so eine. So, jetzt ist Bosse mal Obacht. Garage. Oh, das dauert jetzt wieder. Warte. Da, den brauche ich jetzt gerade eigentlich nicht, den Overcut. So, und den anderen muss ich zurücksetzen. Da müsste man hinten ein Gewicht dranhängen. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht das Thema, um dann mähen zu können. Gott, wie lange das immer dauert. Ich mit meinen dämlichen gekauften Bäumen. So, okay, jetzt haben wir das zurückgesetzt. Ich hole gerade, weil ich gerade lustig drauf bin, nochmal so ein leichtes Mähwerk. Also falls noch jemand Bock hat zum Mähen, kann es gerne machen, eine Emma und so. Holst du, schnappst du irgendwo einen Träger. Kommst du hier rum und holst dir das Mähwerk am Shop ab. Huch, wrong one. Was braucht der denn? 90 PS, das ist also schwer, guck mal. Hier so ein kleines, hier so, da so. Guck mal, die sind günstig. Beacon. Hier von Deutz. Guck mal, hier ein schöner Deutz. Das ist doch super. Habe ich das jetzt gekauft? Oder habe ich das jetzt abgebrochen? Nee, habe ich abgebrochen, ne? So. Buy it. Die sind doch super. Ach, 2,7 Meter. Und das hat 3. 3,1. Oh, lala. Das ist natürlich schon nochmal ein fetter Unterschied. Sauter. Hm. Was ist denn der Unterschied? Ich sehe da gar keinen. Gut. Jetzt gucken wir mal, was er da sagt, ob es ihn da auch so hinten hochzieht. Wenn wir das ankoppeln. Ich glaube aber eher nicht, oder? Das sollte eigentlich passen. Er ist schon ein bisschen kleiner, da sieht man schon. Ah ja, siehst du, das ist leicht. Das ist doch ganz fantastisch hier. So. Jetzt kann ich mir natürlich... Es laggt immer noch. Ja, Emma, das ist... Also bei mir, laggt es wirklich tatsächlich gar nicht hier auf dem Server. Tja. Da weiß ich jetzt leider auch nicht, wo das Problem ist. Hallo, Charlie, grüß dich. Charlene, sorry. Warte mal, dann machen wir es aber mal so.
Dann verhökere ich den großen, weil den braucht doch niemand, oder? Komm, das machen wir noch. Wir laden das nochmal hier. Dann kann ich das Pöttinger eigentlich auch wieder raushauen. Guck mal, das ist ja eh so teuer. Check, weg damit. Dann holen wir uns noch so ein billiges. Die finde ich eh niedlich, die roten. So, dann haben wir... Wow, okay. Krass, ja. Voll das am Eskalieren. So. Na? Emma hat wieder Schule in der nächsten Woche. Mann, du Arme. Ja, was ist so? Manche Bundesländer, ne, haben jetzt schon aufgehört. Wieder mit den Ferien. Ihr Armen. Aber macht da nichts draus. Ich muss morgen auch wieder arbeiten. So schnell ist das Wochenende rum, ne? Unfassbar. Boah, wenn das jetzt hier mal reagieren würde, Wauzi. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen overdriven habe ich da. Ach, guck mal, es gibt auch noch, komm, wir holen uns noch mal so einen kleinen Rasenmäher hier. Den kann man doch bestimmt auch irgendwann mal gebrauchen. Da bin ich jetzt spendabel. Hier Emma, ne? Wenn du Bock hast oder jemand anders. So. Ich gucke jetzt mal, ob das hier mitgeht. Der sollte ja passen. Und jetzt habe ich die anderen wieder weggegeben. Das ist okay. Jetzt haben wir hier wieder... Genau, noch ein Mehrwerk plus. Na, wirst du mit dem Ponyman gehen? Dauert ein bisschen, oder? Aber es funktioniert wahrscheinlich auf Dauer auch. So. Fangen wir doch mal gleich hier hinter dem Shop mit dem Rasen an. So, Emma geht mit dem Ponyman. Da kann sich jetzt zwar kein Mähwerk anhängen, brauchst du ja aber auch nicht. Das hat ja quasi schon ein Mähwerk dabei, ne? Vorne. Das Maul. Das ist ein super Mähwerk. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, ob wir die Sachen zu Ballen machen. Wir haben noch ein paar Ballen. Oder ob wir das... Aber in welches Silo fahren wir das denn? Emma macht Saltos mit dem Pony. Das arme Pony. Das arme Pony. Gut. Wie kommen wir denn da hin? Hier rechts, ne? Da ist ja auch noch so eine kleine Ponywiese hier. Da können wir euch auch noch mähen. So, Chuggy Chuggy. Und runter damit. Müssen wir jetzt schauen, wie wir das machen hier. Okay, warte mal. Ne, da muss ich den nochmal hochnehmen hier. Der bleibt da sonst hängen. Hä, er mäht nicht? Oder doch, mäht er? Nee, er mäht nicht. Doch, ab da hat er angefangen. Das ist meine zweite Koppel. Okay, Emma gleich annektiert. Nicht schlecht. Wir in Baden-Württemberg haben noch 5 Wochen Ferien. Ja, genau, Baden-Württemberg haben wir gerade erst angefangen. Ihr Glücklichen, ne? Gerade die richtigen Temperaturen zum Ferien haben wir erwischt, aber in die Schule kann doch keiner gehen bei den Temperatures, oder? Das macht doch keiner mit. Boah, 4 km/h. Ist nicht dein Ernst. Ich meine, gut. Guck mal, ich bin doppelt so schnell, weil ich dieselbe Fläche fahre. Aber ich glaube, da ist unser Schätzkind hier dann doch noch ein bisschen zu seicht. Der hat ja nur 70 PS oder so. Der Axos. Oder 90. Warte mal, dann. Ich glaube, da bräuchte ich dann doch mal den Massey Ferguson oder so. Den Ferguson. Dann hole ich mir den mal schnell, weil der hat 130 PS. So. Abbrechen. Gut, mit dem kann ich hier dann den Wagen ziehen. Wo ist er denn? Wo habe ich denn den Klaas hingestellt? Achso, der ist da oben. Achso, Emma, kannst du mal. Emma, nimmst du mal den Klaas mit hier bitte? Und fährst mal zu den Hühnern. Und bei den Hühnern steht ein Klaas Ladewagen. So einer für Heu. Den nimmst du mit. Also warte mal hier. Ich zeig dir das auf der Karte. Also hier sind die Hühners, ne? Da. Und da steht der Ladewagen. Hier, der linke. Du weißt ja, was ein Ladewagen ist. Den hier nimmst du mit. Okay, den bringst du da runter zur Wiese. Hey, sieht so aus, als würde es gleich gewittern hier. Ist der Ferguson dann gerade zu haben? Ja, geiler Scheiß.
Ja, geht das mit dem Black oder hast du, ist das schlimm? Gut, ich nehme mal den hier. Oh, ich fahre einfach mal links raus. So. Fuchsig am Rumteleportieren. Das passt schon, Emma. Mach das mal einfach. Ist ja die erste Woche normal. Hitzefrei. Ach so, sowas hat das hier beim Privatlehrer nicht. Ja, das glaube ich. Du, das ist eigentlich ganz geil, oder? Jetzt, dann kommst du in die Vorzüge eines normalen Stundenplans mit inklusive Hitzefrei und solchen Späßen. Ja, ist ja ganz geil, oder? Hey, und Emma, ganz ehrlich, ist doch auch cool, oder? Hast du ein bisschen Klassenkameraden um dich herum? Ist doch ganz nice. Nee, du brauchst nicht. Dann fahr halt nicht so schnell, Emma. Dann fahr halt einfach nicht ganz so schnell. So, guck mal, obwohl der ein bisschen niedriger ist hier. Ja, gut, viel niedriger ist er auch nicht. Ja, könnten Sie ein Stückchen zur Seite fahren, bitte? Emma, fahr halt einfach ein Stückchen nach rechts. Was ist denn mit dir? Guck mal hier. Okay, das war knapp. Okay. Offenbar kann man einfach durcheinander durchfahren. Das ist okay. So. Mach mal an und hinten auch. So. Jetzt schauen wir mal, ob der hier ein bisschen schneller zieht. Gut. An. An, runter. Es laggt 1 Million Jahre nach. Ach. Pillepalle. Das läuft schon. Ah ja, okay, der fährt schon an einer näheren brauchbaren Geschwindigkeit. Hallo, Serpengo, grüß dich. So, hey, Jennifer. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist zu hoch eingestellt. Guck mal, der kriegt da nicht so krass den Ertrag raus hier gerade. Beim, hier beim Man. Ja, mal gucken. Ich bin auch gespannt, ob ich dieses Jahr noch einen Schnitt fahren darf. Aber ich glaube nicht, also beim Bau meines Vertrauens. Momentan ist ja so, es wächst ja nichts. Ne? Das Gras wächst ja nicht ordentlich. Deswegen müsste man wahrscheinlich einen Schnitt ausfallen lassen. So. Ah, das sieht doch ganz gut aus hier. Warte mal. Oh, muss ich mich mal umdrehen. Gut. Oh, ich mag diese Grastextur. Richtig schicki hier. So. Genau, und Emma, wenn du den Wagen geholt hast, wenn es nicht allzu sehr lenkt, ist ja echt komisch, dass du da so Probleme hast. Wie sieht es denn bei denen anders aus? Hier Karos und Fuxi. Ist es ja auch am Lenken, oder? Weil ich habe hier wirklich gar keine Probleme. Das läuft wirklich butterweich. Butterweich und lagfrei. Eine butterweiche Flanke, hat mein Opa mal gesagt, wenn wir Fußball gespielt haben. Er hat das immer mitkommentiert, das war so geil einfach. Ja, wenn wir Fußball gespielt haben, entweder mit ihm oder halt wie Kinder, ne? Dann hat er das immer kommentiert, was wir da so machen. Gehört die 21 uns, du fährst da nicht durch, du fährst auf der Straße, Emma. Lern das. Fahr auf der Straße. So. Okay. Mhm. So. Jennifer, was ist los? Erzähl uns von deinem Leid, deinem Kummer. Du bist reingelaggt. Oh Gott, reingelaggt. Na gut, dann fahr zurück auf die Straße. Ist halt jetzt so. Schade. Aber mein Gott, wem gehört denn die 21? Wo ist denn die 21? Da unten, nö, die gehört nicht uns. So, noch nicht. Noch ist egal, aber. So. Gut. Ja, jetzt ist die Frage, jetzt könnten wir es eigentlich schwaden und dann mit dem Ladewagen drüber fahren. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Schwader hier, jetzt, was sind das, was die anderen beiden vorhaben. Jetzt wehren wir das erstmal ab hier. Schon fantastisch, dass es mit dem Gerät hier viel einfacher geht, mit dem Ferguson. Bin eben reingelaggt und der war wieder auf der anderen Seite der Welt. Oh, Emma, ja, der laggt, ne? Das ist schon schlimm. Ich check's gar nicht, dass du hier solche Lags hast. Oh, guck mal, wie übel das nach Gewitter aussieht, oder? Schlimm. Krass, oder? Guckt euch das mal an, der Himmel hier. Hey, Herrgott, das ist ja beängstigend hoch 3.
Aber vielleicht sollte ich auch nicht so schnell fahren. Warte mal, wie viel kriege ich denn hier? 10? 10 km/h, naja. Trotzdem ein bisschen schnell. Gut. Am Wagen, ja, nimm ihn mit. Hol den Wagen und komm damit runter. Karos holt sich da auch noch irgendwas. Ich weiß nicht. Karos, brauchst du auch noch ein rotes Mehrwerk? Soll ich das grüne wieder zurückgeben? Rot sieht ein bisschen besser aus, oder? Ha? So. Weiß gar nicht, ob der McCormack das hier zieht. Wenn ich ihm auch so hinten eins dran pack. Das ist der Case. So. Und weg ist er. Karos. Wortlos. Oh, das ist ja schlimm. Zwei solche krassen Niederschläge an einem Tag, Jenny. Das tut mir sehr leid. Ja, solche Tage gibt es leider im Leben. Sorry dafür. Also, kann nichts dafür, aber... Ja, wir sind geistig bei dir und ja, mein Beileid. Für beides, ne? Es ist auch, wenn man natürlich einen Menschen verliert, das ist auch immer sehr schlimm, wenn man ein Tier verliert. Wisst ihr, und deswegen darf meine Katze auch nicht raus. Also, ganz ehrlich, so schön das auch sein mag, wenn die da draußen rumtollen, ich habe wirklich überhaupt keine Lust, Coco irgendwann von der Straße aufheben zu müssen. Ja, das möchte ich einfach nicht. Und ich kann ihr leider nicht so viel Freiraum bieten, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier ein riesen Feld oder eine Wiesen vor der Haustür, wo sie rumtollen kann. Nein, sondern es ist halt dann auch eine Straße und so. Und ja, ich weiß nicht, in einem Wohngebiet ist immer schwierig. Ich möchte es eigentlich nicht. Da hätte ich viel zu viel Angst davor, dass meine Katze irgendwann nicht mehr nach Hause kommt und so. Da habe ich sie dann doch lieber bei mir. No. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir das ja noch geschafft. Hier den ganzen Klee mitnehmen. Das ganze Kleegras. Chucky Chucky. Wow. Wow. Na. So. Ich weiß auch mal gar nicht, wie man sich draußen fortbewegen soll, ohne dass man nicht schwitzt. Es ist wirklich der Hammer. Du gehst 2 Meter und du schwitzt. Du gehst duschen und kommst aus der Dusche raus und schwitzt. Setz dich wieder hin, schwitzt. Es ist so furchtbar. Beim Schwimmen, na, du bist im Wasser und denkst dir, oh, voll cool. Du kommst raus und du schwitzt. Es ist schon richtig schrecklich gerade. Und die 19. Ja, mal einfach auf, irgendwo reinzulegen, Emma. Das war wirklich ganz cool. Ja, die 19 gehört uns. So, hoch. Das macht dann ein paar Euro Ernteausfall. So, warte mal. Check. Ausklappen. Ah ja, sehr Pfennrill. Das tut mir sehr leid. Das ist natürlich auch blöd. Aber so ist es halt. Oh, Tiere werden alt. Tiere sterben halt auch irgendwann. Na? Das ist immer traurig, aber so ist das halt. Ja, eben. Siehst du, er ist ja eh alt geworden. Das passt. Ach du, weißt du, ich habe in meinem Leben auch so viele Tiere von mir kommen und gehen sehen. Das ist immer schwer. Aber so ist das halt. So ist der Kreislauf eben des Lebens und dein Hund. Oder eine Katze oder ein anderes Haustier. Lieben halt nun mal nicht so lang wie wir Menschen. Das ist einfach so. Aber das weiß man ja auch, ne? Und wenn man das zum Beispiel nicht kann. Meine Mama sagt das zum Beispiel immer. Meine Mama möchte kein eigenes Haustier haben, weil sie sagt, für sie wird der Verlust dann einfach so schlimm. Sie passt da super gerne auf Coco auf und alles. Aber sie sagt, ein eigenes Haustier möchte sie nicht mehr haben. Wir hatten früher so eine halbeigene Katze und auch viele Hunde in der Familie. Aber eben wegen der Verlustangst ist es für sie zum Beispiel gar nichts, ne? Hallo Emmikorn, grüß dich. Ja, irgendwie sieht das nicht so ertragreich aus hier, das Gras. Was war denn das für eine Wachstumsstufe? War das schon.
Das war noch nicht die zweite, oder? Hätten wir noch eins warten können? Also habe ich zu früh gemäht? Habe ich zu früh abgemäht? Hm. So. Also. Mal gucken. Das müsste ja dann Marcel sein eigentlich, der hier noch einloggt, oder? Oder? Das ist ja gut, weil dann kann ich auch mal gleich nach der Produktion gucken, was die so macht. Oh, ich wollte ja auch eigentlich, oder macht Chaos gerade die Tiere? Ich hatte nämlich irgendwas angefangen bei den Tieren. So, also. Hier, guck mal, Nati schreibt auch, ich bin, nachdem ich von Venedig nach Hause gekommen bin, direkt duschen und ohne Klima würde ich wahrscheinlich weiter schwitzen. Ist das eine Klima bei dir in der Bude, Nati? Wie geil ist das bitte? Das Einzige, was ich habe, ist eine Heizung und das ist ja eher destruktiv. Also ich habe einen Ventilator, aber naja, wenn wir ehrlich sind, ne? Okay, Emma, willst du das so einsammeln oder soll ich dir das vorher noch schwaden, ha? Was meinst? Willst du so drüber brettern oder hast du eigentlich gar keine Lust? Wolltest du eigentlich gar nicht arbeiten? So. Sonst kannst du es einfach jetzt so einsammeln hier, was herumliegt. Ich kann es dir aber auch noch zusammenschwaden. Nee, geht schon so. Alles klar, dann viel Spaß. Da hinten fährt Marcel mit seinem Truck rum. Jetzt hat sie den Motor ausgemacht. Wer will schon arbeiten? Ja, da sagst du was. Oh Mann. Ja, die Klima rettet mir das Leben. Aber ich muss sagen, wenn es kühler ist und sie abdrehe, ist es noch 3 Stunden hier ziemlich warm. Krass. Da hat die einfach mal eine Klima in ihrer Bude. Wie geil, ey. Ab Nacht hat er um 26 Grad. Okay, da muss ich sagen, dass vor meinem Schlafzimmer, Gott sei Dank, super gekühlt ist, so einigermaßen, weil das liegt immer auf der Schattenseite des Hauses. Ja. Ja. Ach, hat Starcoins ausgeteilt. Gibt wichtigere Sachen, hätte ich jetzt gesagt, oder? Warte mal, jetzt muss ich tatsächlich gucken, auf welcher Wachstumsstufe hier Gras ist. Und ist das schon dunkel? Ja, tatsächlich, ist erntereif. Und zwar schon dunkel. Noch weiter geht das gar nicht. Ist das einfach so eine strange Textur? Emma schreibt schon mal, ihr Zimmer ist nachts 29 bis 31 Grad. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber bei mir klingt es klingt immer so in meinem Ohr, als wäre das alles immer in so einem Wettbewerb. So, weißt du so? In Chats ist es euch ja schon mal aufgefallen. Der eine sagt immer, boah, bei mir ist es nachts 26 Grad. Dann sagt der nächste, ja, bei mir ist 31 Grad. Dann sagt der nächste, ja, aber bei mir ist es 45 Grad. Jede Nacht. Ich arbeite, ich schlafe quasi im Stahlgießwerk oder sowas, ja. Und dann muss ich auch sagen, okay, Leute, entspannt euch. Ich habe begriffen, bei euch ist es sehr warm. Ja, sowas soll es geben, ne? Ja, immer so ein bisschen den anderen überbieten mit, ja, aber ich bin viel krasser. Ich war heute 10 Kilometer Fahrradfahren, war richtig anstrengend. Ja, aber ich bin heute auf den Mont Blanc gestiegen und das war sehr anstrengend. Ja, aber ich bin heute bis zur Antarktis gelaufen. War anstrengend, aber kühl. Emma sieht es nicht als Wettbewerb. Ja gut. Ich glaube das jetzt einfach mal. So. Essence O wird uns nicht einfach so eine Entschädigung geben. Das denke ich allerdings auch. Das, was Dani sagt. Die werden halt sagen, ja, Mai ist halt so. Ist halt so, entspannt euch. Das werden die ungefähr so sagen. So ziemlich genau so. Chillt mal eure Basis, werden die sagen. Na, keep calm and star stable oder so. Good. Jetzt hat sie. Ich bin heute zum Beispiel 2 Stunden zum Pferd geritten und war dann nach 5 Stunden im Freibad, okay? Ja, guck mal, und ich war heute 5 Stunden beim Drohne-Videos machen und dann war ich noch 10 Stunden, war ich noch schwimmen. Und dann war ich noch 15 Stunden, habe ich noch Bäume gefällt im Wald. Und danach war ich noch 30 Stunden und habe Lavabrocken eingesammelt. Und dann war ich jetzt noch lecker essen.
Ungefähr so war mein Tag. Ja? So. Gut. Ja, du, Jennifer, weißt du, es hat jeder so Schwierigkeiten mit der Familie und es ist immer schade, wenn es einem Menschen schlecht geht. Ich empfehle jetzt aber auch einfach mal, das nicht zwingend in jeden Chat so zu schreiben. Also ich weiß nicht. Ist das wirklich was so ins Internet gehört? Ich bin mir da eher nicht so sicher. Ich finde es sehr schade, dass es deinen Leuten schlecht geht und ich verstehe auch, dass das für dich nicht so cool ist, aber wir können halt leider auch nichts tun, aber wisse einfach, wir leisten dir gerne Beistand, bei was auch immer, sei einfach hier und lass dich mit uns unterhalten, unterhalte dich einfach mit uns und benutze uns als Ablenkung und dann denke ich, wird das alles passen. Was hat ein Fuchs da gerade vorgehabt? Guck mal, Fuchs ist da gerade mit dem Kramer plus Anhänger und einer fetten Schaufel fährt Fuchs da weg. Was hat Fuchs vor? Will Fuchs ein riesiges Loch buddeln? Ich glaube, Fuchs will ein Loch buddeln. Aber warum? Und was kommt in dieses Loch hinein? Da frage ich mich tatsächlich schon so ein bisschen. So. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir so ein Ding dahin platzieren, wo ich gesagt habe, auf eine Wiese. Dann muss ich die erstmal noch abmähen. Ich hole Getreide für die Schweine. Ah, stimmt. Genau, weil wir haben ja die auf dem anderen Hof. Sehr gut. Ich habe ein Musikvideo geschnitten und 5 Volt zum Nordpol gelaufen. Richtig. Und ich habe ein Musikvideo gedreht, ein Lied geschrieben, Klavier gelernt, Mandarinen sprechen gelernt und Mandarinen gegessen. Hallo Larissa, grüß dich. Hi. Langeweile bei der Hitze, nur Freibad kann nicht jeden Tag, hab noch 31. Ja, genau, fahr doch an den See. Das, was Lia sagt, fahr doch einfach an den See. Ich habe keinen Führerschein und meine Eltern haben ja immer keine Zeit. Ja, Fahrrad, Bus, öffentliche Verkehrsmittel. Geht da nichts, oder was? So, fahr doch mit dem Rad. Ja, genau, oder übers Internet vielleicht. Kannst du dich nicht irgendwie per E-Mail schicken zum See? Nein? Schade. Ich habe 10 Lieder geschnitten und meinen Hund Reden beigebracht. Sie hat dem Hund Reden beigebracht, das ist auch geil. Oh Mann, was kann er jetzt sagen? Kann sich jetzt mit dem Hund unterhalten? Ey, wie geil wäre das, oder? So, wenn man sich mit seinem Tier unterhalten könnte. So, hey, ich kann auf einmal reden. Ja, hallo. Und, wie geht's so? Ja, ganz gut. Übrigens, das Futter, das du mir gibst, das schmeckt richtig nach Kotze. Ach so, echt? Ja, hast du das mal probiert? Nee, da steht immer drauf, voll gesund und lecker für Hunde. Ist das nicht so? Nein, schmeckt nach Kotze. So. Okay, ich dachte, ihr steht auf Kotze. Ja, das stimmt. Ja, Hunde, ne? Hunde essen alles, am liebsten ihre eigene Kotze. Nicht nur ihre eigene, nein. Auch die diverse andere Individuen. So ist das. So, wie wäre es mit zum Seefaxen? Faxen, ja genau, zum Seefaxen. Geil. Faxe dich einfach zum See. So. Geht nicht, mit dem Rad zu weit. Und ich habe momentan nicht mein passendes. Ach, ihr habt immer Probleme. Also ich bin irgendwie immer überall hingekommen, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das in meiner Jugend geschafft habe, ohne WhatsApp, ohne Handy, ohne dass mich jemand ständig rumkutschiert. Und irgendwie habe ich doch immer alles hingekriegt. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Aber es ging trotzdem immer irgendwie alles. Verrückt. Verrückte Welt. Na. Der hat keine E-Mail-Adresse und das Faxgerät habe ich nicht. Ah, ja, das ist blöd. Dann kannst du ja gar keine Faxen machen zu Hause. Okay. Witzgranate. So. Kate kann dich sicher zum See fahren. Boah. War das ein Diss gegen Kate? Ach, Kate kann sich sicher zum See faxen. Was? Wieso kann Kate sich zum See faxen? Hey, Aya, grüß dich. Na, du? So. Dann eben ein Pferd statt dem Fahrrad. Ja, genau. Reite doch zum See. Guck mal, dann beide was davon. Da hat das Horsi-Borsi was davon. Und natürlich du selbst, weil because you can go swim. Oder hast du einen Garten? Wohnst du in der Wohnung? Hast du einen Balkon? Hast du ein Planschbecken? Oder irgendwie sowas? Ne, mach das wie Inken. Hat er heute auch schon erzählt. So. Okay. Chucky. Pass auf, ich geh jetzt mal dahin.
Und dann muss mal jemand hier von den, die sich für wichtig genug halten, mitzuentscheiden, wo wir die Gewächshäuser bauen. So einfach mal mit rumkommen und dann gucken wir uns das mal an, ob da ein guter Platz wäre zum Gewächshaus errichten. Hunde essen halt wirklich ihre Kotze. Ja, ich weiß. Das stimmt. Ey, wenn du fertig bist, Emma, dann lädst du. Warte mal, welches Silo benutzen wir denn? Hier mal an alle auf dem Server. Rundfrage. Welches Silo benutzen wir? Das Fahrsilo oder die Keilsilos an der BGA? Was haltet ihr für cooler? Diese freien Naturfahrsilos oder Keilsilo an der BGA? Dann müssen wir mal hier kurz den Vote abwarten. Ja? Ein kleines Rundchen Kinderplanschbecken. Ja, genau, so wie Inni heute gesagt hat. Was hat sie gesagt? Sie hat ihren Hintern in das Planschbecken ihrer Neffen gesetzt. Halte ich persönlich für eine sehr geile Idee. So ein Planschbecken ist natürlich schon was richtig Cooles. Packy, vielleicht irgendwo, wo Platz ist. Ja, ich weiß, es ist überall Platz. Ja, überall. Rundfrage, genau, die Rundfrage. So. Okay. Dürfen keine Looks bei und aufstellen. Was? Oh, ich verstehe echt immer nur die Hälfte hier. Das ist ja. Was denn für Looks? Was denn aufstellen? Das war hier nicht gerade. Wer hat denn. Ach, da hinten fährt Karos. Sehr gut. Karos auch schon am Man. Okay. Es ist wohl allen ziemlich egal, welches Silo wir benutzen. Oder es sind alle sehr scharf am Nachdenken. Oder es interessiert einfach niemanden. Fuchs, ich würde sagen, an der BGA. Nur nehmen, wenn wir das für die BGA machen. Alles klar. Gut, dann Emma. Pass auf, dann kriegst du jetzt eine Ansage von mir. Du fährst das Zeug hier hin zu den Ponys. Guck mal hier. Einmal hier. Hier, das ist das Fahrsilo. Diese Fläche innerhalb dieser vier karierten Ecken hier. Siehst du da? Hier, das ist ein Fahrsilo. Dann kommst du vorbei und lädst das hier ab. Und dann gehst du zur nächsten Wiese. Alles klar? Alles klar. Also, ne, weißt du, wo wir sind? Da vorne sind deine Ponys, deine Pferdchen. Und hier ist dieser Platz. Da fährst du das Ding hin. Hast du jetzt den ganzen Rasen eingesammelt? War da wirklich alles weg? Irgendwie glaube ich nicht. Ich glaube irgendwie, das war zu viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alles drin ist in dem Wagen. Aber okay. Oder ist nur der Wagen voll? Achso, nee. Okay, okay, alles klar. Ein schönes Silo. Danke. Aria, so einfach mal random. Hauptsache was in den Chat geschrieben. Ein schönes Silo. Ich mag Bäume. lecker Gras. Ich mache einen Silagekuchen. So. Ach ja. Wann kommt das? Oh, auch wann ich Bock habe, Jennifer. Ne? Das Leben besteht nicht nur aus SSO. Das muss man leider schmerzhaft auch mal irgendwann. Muss man sich das zu Gemüte führen. Also, meine Freunde. Dieses hier. Diese Wiese hier oder die Wiese dahinter oder beide, die finde ich nämlich wie gemacht dafür, um hier Gewächshäuser hinzusetzen. Zunächst den Motor starten. Jetzt hat er doch tatsächlich den Motor ausgemacht. Crash, was? So ein schöner Traktor, ja, genau. Ah, der Traktor ist weiß. Was für eine schöne Farbe. Der Wagen ist voll, ich habe keine Lust mehr. Emma, was ist denn mit deiner Motivation los? Wieso hast du denn den Landwirtschaftssimulator, wenn du nicht auf die geilsten Arbeiten Lust hast? Ach ja. Die Emma. Ich will den Landwirtschaftssimulator spielen, ich will aber nicht mit Traktoren rumfahren. Ich will eigentlich nur mit Pferden in der Gegend rumstehen und die dann in irgendeinem Fluss abstellen. Ai, die Emma. Gut, Emma, dann es lagt wie scheiße. Ja, Emma, okay, dann lass ihn da stehen oder fahr ihn hier runter, da wo ich gesagt habe, und lass ihn da stehen. Ich kümmere mich dann schon drum, aber sag mir, was du machst. Sag mir, ob du ihn stehen lässt oder wo du ihn hinfährst. Und dann übernehme ich dann, ne? Cobra übernehmen sie.
So, wart ihr übrigens schon im Kino, Leute? Na, wer kommt mit, sich Mission Impossible anschauen? Ich habe ihn ja tatsächlich schon gesehen, auf Englisch, falls ihr das auf Instagram nicht gesehen habt. Aber, ey, ich will mir den nochmal auf Deutsch angucken. Der war so dermaßen gut. Wir waren ja gestern feiern, also was heißt feiern, wir hatten ja gestern ein bisschen Family Meeting, Geburtstag. Und da war auch jemand da, der meinte, dass der Film super schlecht war. Und ich dachte mir so, was ist denn, was ist denn? Immer diese Leute, die den anderen Leuten alles so schlecht machen müssen. Ich hatte mal einen Kollegen in der Arbeit, da in einem Jahr, als ich noch im Innendienst gearbeitet habe. Und der musste auch immer so alles auseinanderfriemeln und tot diskutieren. Und dann habe ich mal, es ging, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Sucker Punch, glaube ich, hieß der. Sucker Punch. Und ich fand den super cool, weil er richtig abgefreakt ist und ganz gute Action hat. Er ist jetzt nicht super gut, es ist nicht wirklich kein super guter Film, aber ich fand, der hatte coole Action, war kurzweilig, hat mir gefallen, war mal ein bisschen was anderes. Und dann, ja, dann müsst ihr euch die Situation so vorstellen, ne? Ihr geht in die Arbeit, setzt euch hin und dann fragt er euch und dann sagt er so, na und, wie fandst du den Film? Sagst du, oh ja, war doch ganz gut. Ja, wie, war doch ganz gut. Sagst du, ja, fand ich ganz okay, hat Spaß gemacht. So ein bisschen Action, war ganz geil anzuschauen, coole Effekte und so. Ja, ja, wie Action und hier nur wegen den Effekten. Ja, aber die Story ist ja quasi nicht vorhanden und das und so. Dann sag ich, ja gut, aber ich brauchte jetzt keinen tiefgründigen Film. Ich fand den halt einfach so unterhaltsam. Was, ey, was ist denn das für ein Niveau? Mit solchen Gedanken gehst du in den Film und so. So redet der dann. Und du denkst ja auch so, ja, Alter, lass mich jetzt doch den Film finden, wie ich will. Ja, so, ja, nee, also wirklich, da müssen wir jetzt, was ist denn dein Anspruch dann, den du hast, wenn du in den Film gehst? Und ich denke mir so, ey, ich wollte mich einfach nur unterhalten lassen und ich fand es eigentlich voll okay. Ja, nee, denk du mal richtig drüber nach, was der so für Schwächen hat und so. Und ich denke so, Gott, ja, dann habe ich gesagt, Alter, mit dir kann man sich einfach nicht unterhalten. Und dann ist so, wenn du ihm so kommst, dann muss der Diskutant dann nicht auf sich sitzen lassen. Dann kommt dann noch so, ah ja, 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 das ist jetzt hier so, wie du reagierst, ne? Flucht nach vorne, weil du keine Argumente findest und sowas. Und ich denke mir so, ja, ich brauche doch keine Argumente. Ich wollte doch auch gar nicht argumentieren. Ich wollte eigentlich, du hast mich gefragt, wie ich den Film fand. Ich habe gesagt, ich fand ihn okay. So. Und die Lieder waren mega. Genau sowas meine ich. Ich fand die Musik auch richtig cool und so. Und nee, und sowas nervt halt, wenn dann jemand versucht, einfach mutwillig das jetzt irgendwie schlecht zu reden. Und dann denke ich mir so, was bringt der dann das Herz? Und ich habe so richtig gerafft, habe ich das, glaube ich, auch nie. Weil da sind ja so viele Meta-Ebenen irgendwie, die du raffen musst und so. Ja, kommt heute noch ein Stream? Nein, heute kommt kein Stream mehr. Ich denke, ich werde dann nach dem Stream hier den Rest des Abends auf dem Sofa vor dem Fernseher verbringen. Ja, was ist denn hier? Ach so, irgendwie ist das so komisch abgetrennt hier, die Wiesen. So, und dann sammeln wir da den Schnodder noch ein und dann gucken wir mal, wo wir jetzt dann noch die Gewächshäuser hinplätzchen. Leute, ist das euch klar geworden? Also, wir hatten gestern auch nochmal drüber geredet hier beim Treffen. Und ich hatte es witzigerweise am Tag, hatte ich am Bayer auch schon zu Daniel gesagt, dass es so ist, in Erding ist momentan die Sintflut, da hatte ich auch schon was gepostet. Und immer wenn Sintflut ist, dann ist danach Herbstfest. Und wenn Herbstfest ist, dann heißt es, dass es halt schon September ist. Und nach dem Herbstfest, dann heißt es quasi, dass das Jahr schon wieder vorbei ist. Ist euch das eigentlich klar, dass wir schon August haben, ne? Wie schnell das jetzt wieder rumging und dann ist schon fast wieder Winter. Guck mal, dann September ist dann gleich da. Jetzt noch, weißt du, 3 Wochen zu Gamescom und dann ist schon September und dann wird es kalt und dann ist schon wieder Winter und dann ist schon wieder Weihnachten und ich denke mir so, hä, das war doch erst gestern. Ah, komisch, ey. Richtig komisch. Ich komme gar nicht klar auf sowas, ne? Alles klar, Jenny. Gute Nacht. Schlaf schön. Bin ich immer richtig, richtig überfordert mit solchen komischen Situationen. Mit so Zeit und Pipapo. Man soll sich ja mal nicht so davon stressen lassen, aber man
gerade so halt am Wechsel der Jahreszeiten merkst du halt voll, wie schnell es alles geht. Leute, was haltet ihr nicht davon, dass die Sommer- und Winterzeit abgeschafft werden soll? Also, dass wir nur noch eine Zeit haben. Stört euch das? Findet ihr das okay? Ist euch das egal? Habt ihr nochmal drüber nachgedacht, ob euch das irgendwie in eurem täglichen Leben beeinträchtigt? Ich meine, wenn wir jetzt nur noch Sommerzeit hätten, dann heißt es ja, dass es im Winter noch später hell wird und früher dunkel, ja? Oder? Ist ja die Frage, ne? Was behält man dann? Sommerzeit, Winterzeit? Ich glaube Winterzeit, oder? Wäre dann fest. Aber ich bin nicht sicher. Gefährliches Halbwissen mal wieder hier. Ah, nicht, dass ich hier Fake News irgendwie verbreite, dann heißt es wieder, oh, der PC erzählt Fake News. Das möchte ich mir eigentlich nicht unterstellen lassen. Ich finde gut, dass es eine gibt. Ich finde zum Beispiel das auch cool. Ich finde diese Umstellerei immer ein bisschen scheiße. Das frage ich mich sowieso, warum wir alles immer so kompliziert machen müssen. Mit von wegen, ja, wir haben hier zwei verschiedene Zeitzonen und Winterzeit und Sommerzeit und alle sind bereit und keiner weiß Bescheid und jedes Mal immer diese, ja, jetzt eine Stunde vor, zurück, was? Keine Ahnung, warum? Wieso? Ja. Echt, das soll jetzt abgeschafft werden? Ja, gut, also mir ist es relativ egal. Lia ist da so total emotionslos. Das ist hier alles wurscht. Solange sie immer noch Zeit zum Pause machen hat. Ich finde die Umstellung sinnlos. Ja, ich finde die Umstellung auch super sinnlos. Und Emma hat sich einen Stein gelegt. Das ist ein bisschen off-topic, aber nicht weniger interessant. Da werden wir jetzt gleich mal zu Emma begeben und es jetzt angucken, was die gute Emma so gemacht hat. Mann, ich freue mich so auf den Landwirtschaftssimulator 19, das glaubt ihr gar nicht. Wenn dann hier auch so Grasreste dann zwischen den Fugen da drin hängen und sowas. Ein richtig schönes Drecksmodell. Drecksmodell. Help, ich setze fest. Okay, guck mal, wo ist denn Emma? Wir gehen jetzt mal Emma schnell helfen. Warte mal, ich packe mal eben den Schlepper hier auf der Seite. So. Emmikorn, geht dann. Bye, bye. Ich glaube, mir wäre das egal. Larissa ist alles egal. Wo geht ihr denn hin, Emmikorn? Was hast du vor? Ja, warum gehst du weg? Hä, wo ist denn Emma bitte? Was machst du denn da oben? Willst du mich verarschen? Ah, nee, hast du dich mit deinem Pony da festgesetzt? Dann helfe ich dir nicht. Wenn du jetzt dann dein Pony ins Nirvana geritten hast, Emma, dann helfe ich dir nicht. Das ist selber schuld. Du musst zusehen, wie du da rauskommst. So. Was macht sie denn? Guck mal, Emma. Was zur Hölle? Wie bist du denn da hingekommen? Bist du jetzt unter der Karte oder was? Oh, Emma. Wie geht denn das? Guck dir das mal an. Wie? Einfach nur wie? Hab keinen Bock mehr. KK, bye bye. Ah. Ich geh mal helfen. So, was ist denn Ditte hier? Oh, Emma. Ich hab die Matrix gehackt, ja. So siehst du aus. So. Ach, Gott. Ja, okay. Ist dein Pony da auch unten mit dir oder bist du da einfach so aus Spaß hingegangen und dachtest dir auch, ich gehe mal in den Wasserfall? Was hast du dir dabei nur gedacht? Eieieiei. Emma Rino. Ich glaube, es geht los. So. I'm alone. Ja, dann drück doch die Tab-Taste. Was hast du gedacht? Guck mal, sie hat den Klaas geparkt. Ja, nice. Hey, Coco. Sie hat den Klaas geparkt hier so. Ast rein, ja. Nice. Sehr schön. Emma. Wenn du alleine bist, dann ist es ja sowieso egal. Dann tapp dich doch da einfach raus. Ich weiß zwar nicht, wie du das gemacht hast, aber da kann ich dir nicht helfen. Hallo Sarah, grüß dich. Eieiei, hallo Pia, es geht uns allen super gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. War im Traktor unterwegs und dann weg. Hä, du hast dich aus dem Traktor raus da reingelegt? Ist nicht dein Ernst. Das ist ja der Hammer. Das ist ja totally crazy. So. Okay.
dann lade ich das jetzt hier einfach ab, oder was? So. Es gibt leider keine anderen Silos, außer die hier. Aber ja, wird schon passen, ne? Gut. Ja, da geht halt echt nicht super viel rein. Müssen wir mal schauen. Ich habe noch irgendwo steht noch ein Ladewagen. Warte mal, wie rum fahre ich denn? Ich fahre jetzt da hoch. Genau, ich fahre da hoch und mache das da fertig. Da steht auf jeden Fall noch dieser große silberne Ladewagen. Der steht, den gibt's auch noch, der graue. Hey Dreamy, grüß dich. So, da muss man auch nochmal hier das Gemähte einfahren. Ich überlege mir gerade schon, ob ich schwadern soll. Ob ich schwaden soll oder nicht. Jetzt schreibt mir Emma irgendwas in Discord. Emma, warum schreibst du mir was in Discord? Ich kann da jetzt nicht hintappen. Warum macht die das? Warum macht sie das nur? Tab funktioniert nicht. Ja, dann... Tja, dann tschüss. Musst du den Server wohl verlassen. So. Gut. Nein, ich kenne keinen Kriegerbus. So. Das bin nämlich ich. Ist das so? Das ist ja schön. Das freut mich. Was hat das mit mir zu tun? Ich kenne den YouTube-Namen hier, aber warum von Discord? So. Dann sammle ich das hier mal ein. Habt ihr ein Bild geschickt? Achso. Okay. Emma hat mir Beweisfotos geschickt. Was? Ich kann rauslaufen, ich bin draußen, laufe weiter und bin weg. Okay. Dann lauf dir mal. Ah, aber jetzt habe ich hier den... Ich sollte vielleicht doch besser schwadern. Dann würde ich hier... Ja, gut. Oder einfach ein Mähwerk vorne dran hängen. Wäre natürlich intelligenter gewesen, ne? Einfach vorne dran mähen und hinten gleich einsammeln. Wenn ich es eh nicht schwadere. Hätte Fahrradkette. Bringt jetzt auch nichts. Das bin ich. Ich habe dich gerade abonniert. Wieso soll ich dich dann von Discord kennen? Und vielen Dank für dein Abo. Ich check's nicht. Okay. Oh, Boys in the Hood. Jetzt, oh nein, jetzt fahre ich den da hinten komplett kaputt. Oh, das reimt sich auch noch. Das ist ja geil. Ich habe am Dienstag meinen ersten Schultag in der 5. Ja, nice, Jimmy. Und bist schon hibbelig. Oh, Emma. Emma nur immer am Helpen. Emma, sag mal, spielst du eigentlich GTA, Emma? Ich hoffe, du sagst es nicht ja. Weil das wäre so ein... Das wär, Emma wäre so der perfekte GTA-Spacko. Der einfach nur immer total am Abspacken ist. So. Schön hier die Mikroschwade aufgesammelt. Ansonsten finde ich die Wiese hier tatsächlich ganz gut für Gewächshäuser. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Aber ich finde die ganz cool. Ja, ich spiele GTA. Ach Emma, du bist doch viel zu jung dafür. Das darfst du gar nicht. Das ist verboten. Ich zocke GTA 5 auch. Ihr seid alle zu jung dafür. Ich finde das nicht gut. Oh oh. GTA 5 ist ab 16 Jahren. Ich darf. Eieieiei. Ja gut, ich meine, die meisten machen ja nur Unfug. Fortnite ist auch ab 12. Ja, aber Fortnite ist auch nicht so brutal wie GTA. Da muss man jetzt schon nochmal einen Unterschied machen, ne? Ich bin 36. Wer ist hier jung, war? Hä, das war ein Kompliment, Mann. Oh Mann, ey. Dann halt nicht. Dann lasse ich sowas halt. Siliermittel im Tank. Welche Schule, Emmas Chaoswelt? Die Emma-Schule. Emma, ich helfe dir nicht. Ich kann dir da nicht helfen. Du musst dir die Suppe, die du dir eingebrockt hast, auch selber auslöffeln. So.
Also. Gut. Pö. Sarah. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich dir das zutrauen soll, dass du GTA spielen darfst. Ich bin nicht sicher. Du kannst nur in ein Fettnäpfchen treten, Peggy. Egal, wie du sagst. Ja, ich weiß. Ich weiß, it's over. Ist schon okay. Ich sag einfach gar nichts mehr. Fortnite ist ab 16. Stimmt, genau. Fortnite ist ab 16. Yes, yes. Oder? Ja. Ja. Nein? Ja? Vielleicht? Wir wissen es nicht. Ja. Gut, also Sarah darf GTA spielen, Emma darf GTA nicht spielen. So, halten wir das fest. Peggy, komm, wir ballern ein bisschen. Nee, ich will gerade nicht ballern. So, wir ballern ein bisschen. Ja, also beim GTA-Spielen ist jeder herzlich gerne eingeladen mitzuspielen. Ihr müsst halt tatsächlich auf dem PC spielen, ne? Beides ist richtig, aber wir reden von dem BR-Modus. Der ist ab 16, stimmt. Genau, der gegen die Welt-Modus ist ab 12, ne? So ist das. Ah, ja, 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 ja. Auf die Emma-Schule. Emma lernt immer in der Schule des Lebens. Da lernt man am meisten. So. Gut, wenn ich mich jetzt hier nicht so anstellen würde, dann hätte ich auch so bald mal alles eingesammelt. Muss Duschi. Okay, Dreamy muss Duschi, weil Dreamy heute sich gedacht hatte, sie geht baden. Und es war kein See in der Nähe, also hat sie... Ach, ich weiß auch nicht, hat sich in irgendeiner Pfütze dreckig gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Was denn? Komm rüber nach GTA zu ballern. Andere über den Haufen. Ich komm rüber nach GTA und wir ballern andere über den Haufen. Ah, also... Nichts für ungut, Sarah. Aber das ist jetzt auch nicht zwingend mein Anspruch an GTA. Komm, wir ballern alle über den Haufen. Ich weiß nicht. Das, oh Mann. Das ist eigentlich nicht so der Grund, warum ich GTA spielen möchte, um Leute über den Haufen zu ballern. Das ist eigentlich genau das, was mich an GTA so nervt, dass alle das nur spielen, um Leute über den Haufen zu ballern. Das soll eigentlich nicht Hauptintention des Spiels sein. Ah, oh, nee. Das ist mein größter Hasspunkt in GTA Online ist, die Leute, die immer einfach nur, oh, ich gehe einfach online, dann baller ich ein paar Leute weg. Am liebsten die, die gerade versuchen, Mission zu machen oder so. Und dann gisch Alter 4. So. Nein, Spaß. Ja. Das ist genau die Art von Spielern, mit denen ich nicht spiele. Richtig, genau. Das was Marcel sagt. So. Was? Missionen? Alter, ihr seid voll langweilig. Komm, lass was wegballern. So. An wen so. Ah. So. Ah, ja, 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 ja. So, okay. Nein, nicht abkoppeln, Pego. Nicht abkoppeln. Sinnloses Geballer, ne, Charlene? So, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und ich war im Freibad. Ah, Dreamy war im Freibad. Wie war es, Dreamy? Wie ist es so mit euch? Freibad? Sprungturm? Ja, nein? Oder wie, was für ein Freibadgänger seid ihr so? Seid ihr so der typische, ich gehe ins Freibad, treffe mich da mit Leuten und das ist eh immer irgendwie ein bisschen kacke? Oder ich gehe ins Freibad mit Leuten, die ich schon kenne, also ich gehe gemeinsam mit Leuten dahin und dann chillen wir uns irgendwo so zu dritt oder sowas in die Ecke und sonnen uns und gehen mal planschen. Oder seid ihr die Leute, die so sagen, so, ich gehe hin, aber ich möchte schon ein bisschen Bahnen schwimmen oder sowas. Also es gibt immer die Leute so, die einen sind immer in dem normalen Becken, in dem Nichtschwimmerbecken quasi. Und es gibt immer die immer nur in dem tiefen Becken sind. Ne? Weil der Vorteil an dem tiefen Becken ist ja auch, dass es viel kühler als das andere, weil da immer weniger Leute drin sind. Und weil es tiefer ist, ne? Das normale Schwimmbecken, wo man ein bisschen Bahn ziehen kann. Oder geht ihr nur so zum Rutschen oder Turmspringen. Das sind immer die Jungs und so, ne? Ich gehe nur ins Schwimmbad, mache immer nur Körper vom Zehner oder sowas. Ne? Oder Arschbombe von Fünfer oder so. Ja, so, die gibt's auch. Welcher Schwimmbadtyp bist du? Ich meine das Freibad grundsätzlich. Entweder den Strand oder den Fluss. Den Fluss also. Den Fluss. Also ich bin eher so der Seetyp. Im Fluss schwimmen finde ich jetzt auch schon ein bisschen
Weiß ich gar nicht, ob ich das so cool finde, im Fluss zu baden. Wieso lädt er jetzt nicht ab? Wieso habe ich ihn jetzt ausgemacht? Lad doch mal ab, Boy. Hä? Hier. Hä, wieso kann ich nicht abladen? Achso. Pickup senken, hier abladen. So, geht doch. Ich war am falschen Gerät. Gut, so haben wir das auch wieder geschafft. Ich lege das jetzt einfach da irgendwie hin. Boah, ich bin ja gespannt, wie hoch wir das türmen können hier. Das Gras in dem Elfasilo. Und wieder hoch. Ich hole jetzt noch da die andere Wiese ein. Und dann wird er schon. Ich bin der typische, ich gehe nicht ins Freibad, sondern lieber in den Seeschwimmer-Typ. Ich auch. Ich auch, Lea. Ich bin immer im tiefen Becken und tauche und springe nur. Ja, das, also wenn ich im Schwimmbad bin oder war, auch als Jugendlicher, aka Kind, habe ich es genauso gemacht wie Emma. Ich war immer nur in dem großen Becken, im Tiefen und habe dann immer getaucht. Immer so nach Ringen tauchen oder irgendwie sowas. Weil das einfach mal viel geiler ist als in diesem anderen komischen Kackbecken, wo man die ganze Zeit stehen kann und wo alle eh immer nur Pipi reinmachen. Ne? Wo dann immer die ganzen Gangster-Boys vom Beckenrand springen, um da die Weiber anzuschäkern und sowas. Fand ich immer furchtbar. Ich bin dann lieber entweder Schwimmgang, gut, Turmspringen, ja, auch ganz cool. Oder halt, aber ich mochte es auch nicht so hoch, also wenn dann so vom Dreier maximal oder so. Ich bin, glaube ich, einmal vom Zehner gesprungen oder vom Simmer, ich weiß es nicht mehr. Ja, und ist jetzt aber auch nicht so spannend. Ich finde den Einser am besten oder vielleicht maximal noch ein Dreier. Das ist noch am coolsten, es macht echt Spaß. So, ansonsten tatsächlich im großen Becken tauchen. Mittlerweile hat Schwimmen, also ich schwimme jetzt immer gern irgendwie ein bisschen rum. Und ja, damals war das am geilsten, einfach im tiefen Becken nach irgendwelchen Sachen zu tauchen. So. Also, Typ zum Bademeister. Ey, mach mal Zähne auf. Bademeister, Zähne ist zu. Fünfer ist offen, Typ. Fünfer ist schwul, Bademeister. Dann spring halt zweimal drauf. Ja, das ist sehr gut. Dann spring halt zweimal. Dann hat er auch den Zehner. Geil. Das stimmt. Oh Mann, aber es gibt wirklich, das sind solche die typischen Schwimmbad-Kiddies. Deswegen, oh Mann, ich habe so eine Abneigung gegen diese Schwimmbad-Leute, die immer nur ins Schwimmbad gehen. Oh komm, ich gehe Freibad. Gehst du auch Freibad? Ja, ich gehe auch Freibad. Und dann so, und dann sind da immer die ganzen Gangster und die ganzen Weiber, die sich beschweren, dass sie angeglotzt werden, aber genau deswegen ins Freibad gehen und so. Ah, Leute, echt, ey. Da kotze ich schon wieder. Ach, ja. Karos Kuhn hat den Server verlassen. Schaut, da reicht's Karos auch. Da denkt sich Karos, gut, hier ziehe ich die Reißleine. Das war's für mich. Ich mag auch ungern Freibad, ne? Siehst du, Dani mag das auch ungern. Ich finde auch See viel schöner, also. See ist cool. Und bei See wird man immer nicht so ganz so angegafft und abgecheckt. Und man kann sich da immer noch so ein bisschen, ne? Da ist auch nicht immer so voll und so, also nicht so krass voll. Ich meine, wenn es am See schon viel los ist, will ich mir gar nicht vorstellen, wie es am Freibad ist. Also, furchtbar. Ich schwimme am liebsten im Meer oder See. Schwimmbäder mag ich nicht. Wer schwimmt denn bitte im Meer? Also, ich bin meines Lebens noch nie. Also, das ist ja kein Schwimmen. Was ich im Meer mache, ist mehr so rumplanschen. Also, so, weißt du, schon da, wo man nicht mehr so richtig stehen kann, dann halt so in den Wellen so rumhüpfen und sowas. Und dann. Das halt, also sich so von den Wellen so treiben zu lassen und so. Aber das ist ja kein Schwimmen. Also, ich schwimme da jetzt nicht so, wo ich mir denke, so, ach, ich schwimme jetzt mal hier ein bisschen raus oder so. Da denke ich so, nein, oh mein Gott, da frisst mich nur irgendein weißer Hai oder irgendein Riesen-Oktopus zieht mich nach unten und macht mich zu seinem Anführer oder sowas, ja. Das finde ich nicht so cool. Und beim Freibad riecht der Bikini hinterher nach Chlor. Das stimmt. Das ist so wie, wenn man halt auch ins Schwimmbad geht oder irgendwie so. Bei uns ist das zum Beispiel in der Therme ganz krass. Wenn man da reingeht, dann riecht das danach alles sehr stark nach Chlor. Gut, beim See riecht es dann halt danach auch so ein bisschen nach See. Da hat er auch so seinen eigenen charakteristischen Geruch. Aber das kriegt man mit der Wäsche, glaube ich, leichter raus als so ein Chlorgeruch, oder? Also, ich glaube schon. Ja. So. Ich bin richtig geschwommen im Meer letzte Woche.
Richtig geschwommen, nicht dein Ernst. Dafür finde ich immer so diese ganze Wellenthematik viel zu geil, als dass ich da so richtig rumschwimme. Ich liebe es einfach, da in diesen Wellen so rumzuplanschen. Weißt du, so immer so dich dann so auf den Rücken zu legen oder so und dich dann so ein bisschen immer dahin ans Ufer treiben zu lassen, so immer so mit den Wellen so mitgenommen zu werden, das ist absolut geil. Das finde ich super cool, das Gefühl. Also unser See riecht nach nichts. Nee, jeder See riecht nach See. Da ist immer ein bisschen was Fischiges und Entenmäßiges und so. Das riecht man schon. Das riecht halt nicht schlimm, aber das... Kennt ihr das, wenn so ein... Manche Seen, es gibt so Seen, die fischeln so richtig krass. Das ist mehr so gegen Ende des Jahres. Oder wenn das Wasser halt länger steht oder so, ne, und es wenig Wind ist, dann stinkt es so richtig nach Fisch manchmal. Solche Seen gibt es tatsächlich auch. Das ist ein bisschen eklig, also möchte ich ja noch nicht schwimmen gehen. Es gibt halt so Stellen, die dann einfach irgendwie nicht so angenehm riechen. So, das gibt es im See tatsächlich. So, ja, geplanscht habe ich auch. Aber vor ein paar Runden schwimmen. Ein paar Runden schwimmen im Meer? Wo schwimmt man denn da Runden? Schwimmst du da im Kreis oder was? Draußen? Hast du keine Angst vor Quallen, Haien, perversen Delfinen oder irgendwie sowas? Vor Ariel, der Meerjungfrau, vor SpongeBob. Wer lebt noch im Meer? Aquaman. Wer lebt noch im Meer? Hier, wie heißt die Krabbe von Ariel? Christian? Ne, wie heißt der? Fabian? Ne, wie heißt denn der? Oh, wie heißt denn die Krabbe von Ariel? Oh, warte mal, liegt auf der Zunge. Hallo Christian, Karl. Nein, echt nicht. Das ist total sauber. Das ist noch ein aktiver Baggersee. Ja, genau. So ist das bei uns auch. Deswegen riecht unser See auch nicht, weil da noch aktiv drin Kies gefördert wird. Und dann ist er auch immer so richtig schön türkis, gell? Am Anfang des Jahres und so. Ganz, ganz toll. Wie heißt er denn? Sebastian. Ja, genau. Sebastian heißt die Krabbe, ne? Und wie heißt der Fisch? Oh, das weiß ich nicht. Genau, Sebastian heißt die Krabbe. Oder der Hummer. Das ist ein Hummer, ne? Hummer. Habt ihr schon mal Hummer gegessen, Leute? Steht ihr so auf Meeresfrüchte? Mögt ihr das? Also Hummer zähle ich auch als Meeresfrüchte, oder? Meerestiere, Meeresfrüchte. All of the same. Rausschwimmen und wieder zurück. Und ich bin noch da. Niemand hat mich angegriffen. Oh, Larissa, Glück gehabt. Gerade so den niederen Fängen der Meeresbewohner entkommen. Wahnsinn. Hast du nicht Angst, dass sich eine Strömung packt und dann rauszieht oder so? Das ist doch super gefährlich. Gerade so Mittelmeer in der Adria oder so, ne? Das ist ja super strange. Nee, habe ich noch nie gegessen. Bin jetzt auch nicht so der Meeresfrüchte-Fan. Nee, ich auch gar nicht. Ich war einmal so mutig beim Running Sushi. Da war Dani sogar dabei und hab mal so eine Muschel gegessen. Das war mega ekelhaft. Richtig widerlich. Ey, wie kann man sowas denn essen? Also okay, so Schrimps und sowas, das geht ja noch. Das lasse ich mir auch noch eingehen. Die einzige Seefrucht, die ich esse, sind Fischstäbchen. So. Ne? Oder die längste Fischpraline der Welt. Nee, Meeresfrüchte sind auch nicht so meins. Ich mag keine Meeresfrüchte zum Essen. Ah, okay. Ihr seid jetzt Wahnsinns. Eieiei. Danke, Vanni, fürs Hosten. Vielen Dank. Das ist ja cool. So. Jetzt bin ich da schon fertig. Schrimps ist wirklich das Einzige. Boah, nee, sah eklig aus. Ja, widerlich. Es war auch ekelhaft. Boah, ey, das Mundgefühl. Ich kotze, Alter. Das ist wie Freibad, weißt du? So. Ah. Meine Position changen. Yeah. I gotta change positions. Ich kann nicht mich mehr bewegen. Ich habe jetzt dauerhaft. Ja, Emma, dann geh halt mal vom Server und connecte neu. Was ist denn mit dir? Emma hängt schon seit einer halben Stunde hier irgendwo im Debug rum und hängt er fest. Ich kann dir leider nicht helfen, Emma. Was soll ich machen? Soll ich den Notarzt verständigen? Ich rufe die Feuerwehr, die schneidet dich raus aus der Lag Zone. Das ist auch ein guter Filmtitel, The Lag Zone.
Laura mag auch keine Meeresfrüchte. Kann ich verstehen, Laura. Kann ich verstehen. Warum heißt das eigentlich Meeresfrüchte? Weil das das Einzige ist, was man da, was es da gibt, was man da pflücken kann oder was? So Muscheln, so ein Kram. Ja. Ja, die Feuerwehr. Okay. Emma möchte bitte die Feuerwehr haben. Gut. Sie ist unterwegs. Müssen wir uns mal ein Feuerwehrauto morden, immer nur um Emma zu retten. Nein, ich hatte keine Angst. Da, wo wir waren, sind riesige Steine als Wellenbrecher aufgestellt. Da kann man gut bis zur Donner zurück. Ah, okay. Aber du hattest schon ein bisschen Panik, dass du, wenn du schwimmst, dass irgendwas deinen Fuß berührt oder so, oder? Ich hab das immer. Ich schwimme mal raus auf den See, ich schwimme mal so meine Strecke. Und so mitten auf dem See fange ich dann an, mir einzubilden, was jetzt ist, wenn jetzt irgendwas meinen Fuß streift oder so. Das sind so Sachen, die hat man im Freibad nicht, weil da streift safe nichts deinen Fuß. Aber so, außer irgend so ein Typ, der versucht, irgendwelchen Mädchen unter Wasser mit seiner GoPro den Bikini zu fotografieren. Alles schon passiert, Leute. Alles schon passiert. So. Gut. Also es war keine GoPro, aber wir waren noch jünger. Und da war tatsächlich so ein... Also was heißt jünger? Das war das... Das glaube ich war das letzte Mal, als ich im Schwimmbad war. Da war ich, meine ich, auch schon über 20 oder so. Da gab's, ich weiß nicht, ob es eine Unterwasserkamera war oder halt auch so. Jedenfalls ist der da mal rum und hatte die ihm so unter Wasser getragen, um Fotos unter Wasser von den Mädchen zu machen. Ist krank, oder? Aber sowas gibt's. Es gibt solche Leute. Das ist einfach. Es ist krass. Die Welt, ne? Was ist aus ihr geworden? Hey Inni, grüß dich. Aber so ist es leider. Nee, das ist kein Scheiß. Und nein, das war nicht ich und so. Ich weiß, super witzig. Aber nein. Nein, solange ich schwimme nicht. Nur beim Abstehen habe ich immer Angst, auf Krebs zu treten. Abstehen? Sagt man das so? Abstehen, wenn dann die Füße den Boden berühren? Ich überlege mir gerade, wie ich das sonst hätte nennen können als Abstehen. Hinstellen. Das Abstehen. Aha. Also wenn du quasi aus dem Schwimmen Modus heraus, dich wieder mit den Füßen auf den Boden stellst, in den Sand. Das nennst du Abstehen. Das ist ja interessant. Aber ja, genau, dass man in Krebse steigt oder irgendwie in was Scharfkantiges oder so, oder dass ein Krebs dich beißt oder so. Ich bin mal im See tatsächlich so ein Reststück getaucht irgendwie. Also ich bin so ein bisschen geschwommen. Und bin ein bisschen getaucht und dann bin ich voll in den Fisch reingetaucht. Also der und ich, wir hatten eine kleine Kollision. Mann, habe ich mich erschrocken. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht einen Herzkasper kriegt und nicht den Mund aufmacht. Also kannst du den Mund aufmachen, aber du darfst halt kein Water schlucken. Das wäre halt immer schlecht. So. Ist wohl ein Schweizer Ausdruck. Nein, aber ich wüsste selbst gar nicht, wie ich das nennen sollte, diesen Vorgang. Ich hätte hinstellen gesagt oder so. Beim Hinstehen, Abstehen. Krass. Habe noch nie Gedanken drüber gemacht, wie man das nennen könnte. Aber schon wieder was gelernt. Ne? Nee, ich kenne auch keinen anderen draußen. Peggy geht mit Fischen schwimmen. Ja, das ist so. In einem See sind halt tatsächlich Fische. Wie das halt so ist, ne? Da sind halt Liebewiesen. Ich finde es dann immer gruselig und hoffe dann nicht irgendwie so eine Wasserleiche zu treffen oder so. Hallo. Oh, ach, sie sind also die ortsansässige Wasserleiche. Sie sind ganz schön eklig. Oh, komm schon. Mobbing. Ich kann doch auch nichts dafür. Das Wasser konserviert dann so schlecht. Und so. Davor habe ich sehr viel Angst. Vor Wasserleichen. So. Ich schwimme auch immer mit Brille. Ich bin ja stark kurzsichtig. Und ich habe immer Angst, dass wenn ich ohne Brille schwimmen würde, hätte ich Angst, dass ich nicht mehr zu meinem Handtuchplatz zurückfinde. Deswegen schwimme ich immer mit Brille. Und außerdem muss ich ja irgendwas sehen. Ich muss sehen, wo ich bin und so. Also geht gar nicht ohne. Deswegen habe ich auch immer nochmal eine Zweitbrille zum Schwimmen, so eine alte. Die ziehe ich dann ins Wasser an. Meistens jedenfalls. Nie dann, wann ich es sollte. Aber ab und zu mache ich das mal.
mir schon mal beim Aussteigen aus dem Meer ein Seeigel getreten. Ah ja, das ist fies. Das ist mir auch schon mal passiert. Als Kind allerdings. So. Das war bei einem Tauchgang. Also richtig mit Tauchflasche. Oh. Ja, das ist krass. Diese Segelstachel, die sind fies, ja. Das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Da wäre ich so 10 gewesen sein oder so. Da bin ich auch voll in den Seeigel getreten. Und das war nicht so witzig. Keine Kontaktlinsen? Nee. Hatte ich immer eine Zeit lang. Aber ich weiß nicht. Mir ist Brille einfach lieber. Ich fand zwar das sehr beeindruckend, dass ich mit den Kontaktlinsen einen viel höheren Seeraum habe, ne, weil ich ja keine Ränder habe, die mich begrenzen in meinem Sehfeld. Aber nee, ich weiß nicht. Ich fand das nicht so cool. Ich mag auch meine Brille. Ich finde, die steht mir auch ganz gut. Und ich weiß nicht. Nee. Und ich weiß nicht, beim Schwimmen, ob da Kontaktlinsen so von Vorteil sind, ehrlich gesagt. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob dem so ist. Da musst du dann auch wieder aufpassen, dass sie nicht verrutschen oder sowas, oder? Und dann fummelst du die ganze Zeit im Auge rum und so. Ach nö, ach. Och, och. Hallo Lama dem. So, okay. Gut. Ja, ja. Wieso ist, was ist denn mit euch? Habt ihr Kontaktlinsen? Seid ihr also dafür? Ich habe das halt tatsächlich mal eine Zeit lang getestet. Aber ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass mich das auch das rein und raus machen. Ja, ich weiß nicht. Das ging. Das ist natürlich am Anfang super ungewohnt, sich so ins Auge zu fassen, aber. Das macht man ein paar Mal, dann passt das eigentlich auch. Achso, Patricia hat einfach eine super empfindliche Haut. Ja, das haben manche natürlich. Du wirst dann super schnell rot, ne, wenn du Sonne abkriegst. Und dann auch sehr schwer braun, sondern halt gleich rot. Und das ist dann meistens echt doof. Ja, schade. Ich habe auch Kontaktlinsen, aber beim Schwimmen trage ich die nicht. Ja, genau. Ich meinte auch, ob die beim Schwimmen so gut sind, weiß ich gar nicht. Ich hätte Angst, meine Brille zu verlieren im Wasser. Deswegen frage ich, weil wenn du sie verlierst, wenn du, dann hat doch auch nicht mehr. Also beim normalen Schwimmen kann ich sie eigentlich gar nicht verlieren. Und ich muss ja jetzt nicht tauchen, ne? Das ist schon eher das Problem. Ich habe tatsächlich im Urlaub, habe ich in der Welle meine Brille verloren. Das war ziemlich fies. Ich saß halt quasi im flachen Wasser und eine Welle kam von hinten, hat mich überrannt, mich hat es voll umgefetzt und mir hat es halt auch meine Brille von der Nase gezogen und ja, die war dann weg. Ne? Die war tatsächlich weg und dann haben wir gesucht, ne, so 10 Minuten und tatsächlich hat die dann ein einheimischer Mann, der mit seiner Frau das gesehen hat und gecheckt hat, was los war, hat die dann 5 Meter weiter von uns an der Seite, hat er die im flachen Wasser entdeckt. Und das ist ja so ein Glück, ey. Also das ist echt, das hast du kein zweites Mal im Leben, sowas. Dass er die gesehen hat, so kurz danach. Ich dachte mir, man, wenn wir Glück haben, dann wird die irgendwann mal wieder angeschwemmt oder sowas. Aber das bringt mir jetzt nichts mehr. Und dass dann so schnell dann doch der angekommen ist, wow, sie, also. Deswegen habe ich ja eine Zweitbrille, weißt du? Und beim normalen Schwimmen fehlt sich da gar nichts. Also die fällt nicht ab oder so. Das ist schon okay so. Da habe ich gar keine Angst. Das passt schon. Upsi, so. Ich darf gar keine Kontaktlinsen. Ich habe welche getragen, aber die haben mein Auge kaputt gemacht. Ja, es gibt ja natürlich auch, dass dein Auge das nicht so annimmt. Das gibt es natürlich auch. So. Den einen oder anderen Heuballen könnte man tatsächlich auch noch machen. Aber ich glaube, das machen wir eher mit einer der nächsten Schnitte im Sommer. Den ersten Schnitt würde ich jetzt eigentlich komplett in Silage packen. Also ins Fahrsilo. Ich meine, wir können ja auch Silageballen pressen, aber ich glaube, das ist gerade mal noch nicht so wichtig. Hier vorne hatte ich auch noch irgendeine Wiese. Beim Schwimmen sollte man nicht eine Kontaktlinse tragen, weil man kann Wasser ins Auge bekommen und Algen auf der Kontaktlinse entstehen. Ja, das ist ja ekelhaft. Stell dir vor, du hast dann Algen auf der Kontaktlinse. Pfui, Spinne, ey. Was ist denn das? Das ist ja widerlich.
So, jetzt sind wir schon bei 21:30 und ich habe gesagt, wir machen heute nicht so super lang, weil ich sonst vielleicht noch gerne einen Film schauen würde. Oder je nachdem. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir machen jetzt hier für den Stream heute einen Break hier. Meine Lieben, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich kann die Woche nochmal mal wieder einen schönen längeren Landwirtschaftsstream machen, wenn ihr alle Zeit habt. Wir haben auch immer wieder schön, wenn ihr alle dabei sind, also auch dann, wenn Katja und Inken und so wieder mitmachen könnten. Finde ich halt schon super cool heute, dass Karos und Fuchs wieder Zeit hatten, Marcel natürlich. Ich fand es immer ganz schön. Ich würde es halt schön finden, wenn wir wieder hier mit der ganzen Truppe dann auch mal wieder unterwegs sind, wenn Dani mit dabei ist, wie gesagt, wenn Inni dabei ist, wenn Katja dabei ist. Emma hat es ja heute auch schon geschafft. Wie gesagt, wer Marc gesehen hat, ne? Marc, bitte melde dich. Wir vermissen dich. Ansonsten, das würde reichen, je nach dem Schirm zu wechseln. Ja, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass das reicht. Genau. Es ist ja nicht so, nein, das wäre natürlich geil, wenn du sie aufhast und dann wird sie nass und instant spawnen so Algen auf der Linse. Das wäre natürlich schon ein bisschen krass, ein bisschen eklig, aber ja, das wäre schon sehr geil. Oh Mann, ey. Nee, also, meine Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntagabend. Macht es gut. Wir hören uns morgen wieder, ich weiß noch nicht wann, irgendwann gegen Nachmittag oder Abend halt, je nachdem, müssen wir mal kicken. Und guck mal, eine große Nachfrage für Bier. Wir haben unsere Bierproduktion noch gar nicht angeleiert, leider Gottes. Das ist halt jetzt ein Problem. Und Emma ist ja schon wieder draußen, ne? Und kann sich wieder frei bewegen. Das freut mich sehr für sie. Und ja, ich mache mein Feld noch fertig und wir sehen uns morgen wieder. Habt eine gute Nacht. Macht's gut und dann bis morgen. Ciao.